über 3.500 Mitarbeitende, ein Nettoumsatz von über 1,2 Milliarden Schweizer Franken. Die Siegfried AG ist wirklich ein großer Fisch in der CDMO-Industrie. Mit 11 Standorten, Europa, Asien, Nordamerika. Und ja, ein ganzheitlicher Rollout einer neuen digitalen Arbeitswelt stand an in Rekordzeit. So muss ich wirklich sagen. Und Reto Sutter ist der Mann, der diesen Takt angeschlagen hat für uns. Lieber Reto, schön, dass wir bei dir sein hier. Gerne. In Zofingen im Hauptquartier von Siegfried. Lieber Reto, willst du kurz zwei, drei Worte über dich verlieren als CFO? Was machst du in der Siegfried? Was machst du vielleicht auch sonst? Wer bist du und was macht Siegfried? Ja, nein, mach ich sehr gerne und schön, dass wir hier dieses Gespräch haben dürfen. Ich bin seit 6 Jahren der Finanzchef der Siegfried-Gruppe. Habe davor andere Tätigkeiten gemacht im finanziellen Bereich und bin jetzt schon seit 6 Jahren hier. Das ist sehr schön. Ich verantworte den ganzen Finanzbereich, aber zusätzlich auch die IT und den strategischen Einkauf. Und Siegfried so vom Grundsatz her? Ja. Inhaltlich? Ja. Siegfried ist ein CDMO, also ist ein Contract Development and Manufacturing Organization. Das bedeutet, dass wir Teile der Wertschöpfung für die Pharmaindustrie übernehmen. Diese lagern also gewisse Tätigkeiten an uns aus und wir machen das in der gewohnten Schweizer Qualität für Sie. Das ist sehr erfolgreich, ein stark wachsendes Unternehmen. Ja, das ist etwas, das uns natürlich prägt und auch die heutige Situation. Die Siegfried feiert dieses Jahr ihr 150-jähriges Jubiläum. Das macht uns zur ältesten Pharmaunternehmung der Schweiz. Aha. Aber es waren insbesondere die letzten 12 Jahre, welche von starkem Wachstum geprägt waren. Vor 12 Jahren war die Siegfried in allen Dimensionen etwa den Faktor 4 oder 5 kleiner als heute. Aha. Und interessant und wichtig auch für dieses Projekt ist, dass dieses Wachstum auch anhalten wird. Also wir gehen davon aus, dass die Siegfried auch von hier weg sehr deutlich wachsen wird. Okay, sehr spannend. Okay, sehr spannend. Vielleicht die Ausgangslage generell, bevor du dieses Projekt mit uns da gestürzt bist. Was war da die Situation? Die Siegfried hat sich eben, wie gesagt, stark entwickelt, ist stark gewachsen. Und dieses Wachstum war teilweise auch durch Akquisitionen geprägt. Also viele Unternehmensteile, die heute Teil der Siegfried sind, sind durch Akquisitionen zu uns gestoßen. Das bedeutet, dass wir eine sehr fragmentierte Landschaft hatten in Bezug auf die IT-Infrastruktur, auch auf die Art und Weise, wie wir digital zusammenarbeiten. Mhm. Und das wollten wir ändern und vereinheitlichen. Mhm. Das heißt also, eine gemeinsame Plattform schaffen. War ziemlich klar bei euch, dass man auf diese Microsoft 365-Plattform migriert, Teams, SharePoint, Planner und so weiter. Das war gesetzt. Ja. Aber wie genau? War das auch gesetzt für dich oder war das etwas, das zu erarbeiten war? Nein, für mich war von Anfang an klar, dass wir die Zusammenarbeit nicht nur durch die Wahl eines Tools und einer Plattform lösen können, sondern dass wir auch als Führungsteam, als Management-Team sehr klar Einfluss nehmen wollen, wie wir denn diese Zusammenarbeit gestalten müssen. Und da haben wir nicht für uns in Anspruch genommen, dass wir das alles schon wissen, sondern mussten wir uns von Profis beraten lassen. Und da sind wir auf die iTrust gestoßen. Ja, warum eigentlich die iTrust? Wurde uns empfohlen von verschiedenen Seiten hier aus dem Schweizer Markt. Es war uns wichtig, dass wir eine Unternehmung wählten, die unseren Werten auch etwas entspricht, die also schnell, agil, dynamisch auch auf unsere Bedürfnisse eingehen konnte und last but not least auch unter Tempo mitgehen konnte. Das ist ein sehr gutes Stichwort. Ich würde mal sagen, ich habe schon einige Projekte gesehen, aber das war mit Abstand am meisten Speed, also am meisten Zeitdruck drauf. Man muss sehen, man hat diesen Rollout weltweit in 6, je nachdem wie man rechnet, 8 bis 8 Monaten durchgezogen. Warum hast du diesen Takt angeschlagen? Das war ja schon eindeutig von dir geprägt, würde ich sagen. Nein, klar. Also Speed ist uns allgemein wichtig, weil wir sind schnell gewachsen in der Vergangenheit und werden das auch in der Zukunft tun. Und wir wollten das hinter uns bringen, um quasi bereit zu sein, auch für einen nächsten Wachstumsschritt. Also wir wollten nicht überholt werden vom externen Wachstum der Firma. Wir wollten bereit sein, diesen nächsten Schritt auch sofort gehen zu können. Okay, also dass du die Plattform hast, um dann einfach darauf aufzubauen. Genau. Okay. Okay, alles klar. Gut, und jetzt, wir haben ja dann eine Analyse gemacht, waren da bei verschiedenen Leuten bei Siegfried, verschiedene Profile, das sind ja unterschiedliche Leute bei der Arbeit.
Und haben dann ja ein Konzept gemacht, wie man das einsetzen kann. Das ist nicht ganz ohne. Wie würdest du den Einsatz jetzt in deiner Organisation oder auch organisatorisch skizzieren für einen Dritten? Ja, es war uns wichtig, zuerst mal eine Beurteilung der Ausgangslage vorzunehmen. Wie arbeiten wir denn im Moment nun zusammen? Und wo ist der Leidensdruck für die Mitarbeitenden am größten? Also was stört sie am meisten? Wo sind wir eingeschränkt in der Zusammenarbeit? Wo verlieren wir Speed? Auch in der digitalen Zusammenarbeit. Und das war so die erste Phase. Dann war uns aber auch sehr wichtig, dass wir Einfluss nehmen, wie denn das nun künftig passieren sollte. Also war uns wichtig, dass hier die Geschäftsleitung eine ganz wichtige Funktion einnimmt, dass wir uns überlegen, was sind die Grundsätze der digitalen Zusammenarbeit. Und das haben wir dann ja auch in mehr als einer Session mit der Geschäftsleitung auch entsprechend diskutiert und verabschiedet. Und damit hat das Ganze eigentlich sehr viel Gewicht erhalten. Die Leute haben das ernst genommen, die haben gemerkt, das ist wichtig für die Leute, die diese Gesellschaft führen. Und in der Folge hat dann das auch dazu beigetragen, dass wir es halt sehr schnell und eigentlich ohne große Geräusche einführen konnten. Ja, eindeutig. Also ich glaube, das war ein Schlüsselpunkt. Du hast dir auch viel Zeit, also nicht Zeit im Sinne von, noch nicht viel Zeit verloren, aber viel Energie hat uns auch die Geschäftsleitung geschenkt diesbezüglich. Du hast viele Aktivitäten selbst gemacht, mit uns zusammen auch gewisse Dinge gemacht. Ja. Das ist schon, finde ich spannend, weil man könnte ja schon auch sagen, die Siegfried-Geschäftsleitung hat ja vielleicht noch die eine oder andere Aufgabe mehr, als jetzt eine Office-Produktivitäts-Suite zu verabschieden. Aber trotzdem, ich habe nie den Eindruck gehabt, dass da die Leute das als unwichtig taxiert hätten, überhaupt nicht. Nein, ich glaube, das haben wir geteilt in der ganzen Geschäftsleitung. Das war wirklich wichtig. Der Leidensdruck war auch da. Also die Art und Weise, wie wir vorgängig zusammengearbeitet haben, hat uns behindert. Hat uns wirklich behindert und wir wollten da den Befreiungsschlag machen, auch mit den modernen Plattformen, Office 365, Teams. Das war uns wichtig und entsprechend haben wir das auch als sehr wichtig eingestuft. Okay. Also Analyse, dann die Grundsätze für die Geschäftsleitung, das auch abgestützt und dann gingen wir drauf los in den Rollout, natürlich noch ein Konzept selbstverständlich, aber nachher gingen wir wirklich in den Rollout. Wie ging das vonstatten oder was war da die Strategie? Ja genau, da haben wir uns auch viele Gedanken zugemacht, wie wir das am effizientesten machen. Die Siegfried ist eine komplexe Organisation. Wir haben 11 Standorte, 3.500 Mitarbeitende und sind aber sehr stark geführt über die globalen Funktionen. Also wir sind eine Matrix-Organisation. Einerseits hierarchisch, die Sites, die dann schlussendlich in der direkten Linie direkt bis zum CEO rapportieren und dann eben die Funktionen, die auch einen Einfluss geltend machen. Und da stand die Frage im Vordergrund, wollen wir das pro Site ausrollen oder nehmen wir die Funktionen als Rollout-Mechanismus? Haben uns hier für die Funktionen entschieden, um hier nicht Speed zu verlieren. Und das hat sich, glaube ich, bewährt, dass wir das so getan haben. Hat da und dort etwas zu Abstimmungsproblemen geführt. Ja. Aber ich glaube, das haben wir elegant umschifft und auch gelöst. Ja, das stimmt. Also diese funktionsgetriebene Ausrollung ist ja wahrscheinlich nicht unbedingt in der Natur der Sache. Viele IT-Projekte wären wahrscheinlich anders gelaufen, typischerweise site-weise, also standortweise. Aber ich glaube, auch hier ist es organisatorisch getrieben. Das ist übrigens vielleicht, das sollte ich noch fragen, warum macht eigentlich der CEO dieses Projekt? Der CFO das Projekt. Warum bist du so dahinter gewesen? Du hast viel Energie reingesteckt. Ja. Ja. Warum? Ja, also erstens mal interessiert es mich. Hat mich schon immer interessiert. Zweitens, die IT ist bei mir, die Informationstechnologie, damit auch die Digitalisierung. Und ich hatte auch unbändige Lust, das zu tun. Und darum habe ich es gemacht. Das war auch ein Schlüssel zum Erfolg, weil das muss man schon sagen, es gab ja schon immer wieder mal, ist normal, dass immer mal wieder etwas aufkam und irgendwie jemand hat gesagt, aber warum macht das so oder ich finde das nicht so gut, wie man das macht und solche Dinge. Und jedes Mal war es dann beim Projektmeeting so, dass man den Task an Reto gegeben hat, Reto, kannst du nicht mal kurz mit dieser Person sprechen? Ja. Du hast sehr viel gemacht diesbezüglich in Bezug auf die Leute wieder zu alleinen, sagt man. Oder? Ja, genau. Und das war also nicht ganz ohne. Das hat einige Stunden, ich gehe mal davon aus, einige Kaffeegespräche gebraucht, einige Stunden investiert. Ja, das ist so. Aber das war es auch wert. Ja. Ich glaube, in jedem Projekt hast du diese Phasen, wo die Widerstände etwas größer werden, die Unsicherheiten da sind. Was wird jetzt direkt von mir erwartet? Ja. Aber das kann man lösen, Wunderbar.
Gut. Jetzt vielleicht diese knappe Zeit nochmals ein bisschen nach vorne bringen. Wie gesagt, wir haben gesagt, es ist wichtig, dass ihr bereit seid für den nächsten Schritt, dass das die Plattform ist, die etabliert ist. Aber was war die Strategie oder deine Strategie, um diesen Zeitplan auch einzuhalten und dabei natürlich auch die Qualität nicht ganz außer Acht zu lassen? Das ist ja mindestens so wichtig. Ja, klar. Ich glaube, Standardisierung war wichtig, dass wir da die Workshops standardisieren, die wir dann mit den einzelnen Funktionen gemacht haben. Das hat uns auch Speed schlussendlich gebracht. Und dann halt auch viel konsequentes Projektmanagement. Wir haben uns ja sehr oft getroffen. Virtuell jede Woche haben wir da den Takt angegeben. Ich glaube, das war wichtig, um da, auch wenn es mal nicht in die exakt richtige Richtung ging, da sofort reagieren zu können, Dinge wieder ins Lot bringen konnten. Das war schon sehr wichtig. Also der Pace war hoch und wir haben auch für das Projektteam den Pace hochgehalten. Ja, absolut, absolut. Also kann ich total nachvollziehen. Das natürlich auch, also ihr wart zu Beginn nur zu zweit, muss man noch sagen, was ja schon sehr, sehr, sehr schlank ist, meiner Meinung nach. Ja. Wir waren zu Beginn auch nur zu zweit und dann im Verlauf des Projekts hat sich das wesentlich verbreitet. Ja, es war auch nötig, weil natürlich immer mehr Leute dann auch auf der Siegfried-Seite involviert waren. Zu Beginn haben ja die Champions geschult, es waren 50 Leute. Aber dann natürlich, als die Champions begonnen haben, das auszurollen in die Organisationen, sind natürlich immer mehr Fragen aufgetaucht. Und dann ist es natürlich auch so, die Leute haben begonnen, mit Teams zu arbeiten. Da kamen die Fragen natürlich auch, nachdem sie es dann begonnen haben zu brauchen. Ist ja klar. Ja, das ist sehr gut, sehr schön. Braucht aber auch wieder eine gute Ansprechperson und dann clevere Antworten. Ja. Eine gute Sache. Also die Strategie, hoher Takt angegeben und du hast, das kann ich auch sagen, war auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor für den Speed. Du hast dich nie auch nur einen Hauch von diesem Projektplan abrücken wollen, weil wir hatten ja diverse Gelegenheiten, den zu verschieben, weil es gab ja logischerweise immer wieder Punkte, warum jetzt etwas nicht so gut lief oder warum etwas länger dauerte. Klar. Aber das muss man schon sagen, ich meine, am Ende des Tages haben wir sowohl Teams eingeführt, als aber auch eine Datenmigration gemacht auf Teams bzw. SharePoint. Gleichzeitig eine Champions-Infrastruktur aufgebaut, die wir jetzt auch aufrechterhalten wollen oder für Siegfried und haben auch noch die Arbeitsweise geändert. Also schon, ich finde, ein großer Scope. Ja, ja. Nein, und das muss ja auch so sein. Wir sind ambitionierte Leute. Absolut. Alle von uns. Und ich glaube, dieses Ambitionslevel hat sich auch in diesem Projekt reflektiert. Ja, absolut, kann ich zu 100% unterschreiben. Jetzt, Reto, wie lebt es sich in der schönen neuen digitalen Arbeitswelt? Wie ist das? Also eigentlich ist das jetzt einfach ganz normal. Ja. Also wir arbeiten jetzt einfach in Teams. Und das funktioniert einfach. Und die Leute brauchen es. Und ich glaube, sie erkennen jeden Tag die Vorteile, die dieses digitale Zusammenarbeiten miteinander hat. Man sucht die Dokumente nicht mehr, die sind einfach im Teams abgelegt. Man kann die Minutes schön in OneNote machen. Das ist jetzt einfach gelebte Praxis. Das funktioniert. Und eigentlich fühlt sich's gar nicht so total anders an als davor. Wir brauchen es jetzt einfach. Aber wir haben halt an Effizienz und Speed gewonnen. Ja. Und das spüren wir jeden Tag. Ja. Ja, ich meine, bei euch ist natürlich auch der Effekt durch das, dass ihr sehr verteilt agiert, oder? Ja. Ist das durch, umso mehr natürlich profitiert man von einer digitalen Plattform in der Mitte. Ja. Ist natürlich nochmals ein Multiplikationsfaktor für den Effizienzgewinn. Genau. Jetzt vielleicht rückblickend, was war der Schlüssel zum Erfolg aus deiner Sicht? Ich glaube, die Geschwindigkeit war wichtig, um auch die Pace hochzuhalten und die Leute alert zu halten und um da bei der Sache zu sein. Yeah. Das Erstes. Und das Zweite war schon auch das Involvement des Senior Managements. Ja. Also ohne die Rückendeckung meiner Kollegen im Executive Committee wäre das nie so gut gegangen. Da hat es sich gelohnt, dass wir auch genügend Zeit darauf verwendet haben, hier die Grundsätze in mehr als einer Sitzung festzulegen, runterzuschreiben, und das ganze Projekt wurde dann auch gut getragen. Wir haben als Executive Committee auch sehr früh auf Teams gewechselt. Ja. Also die Leute haben dann gemerkt, aha, die brauchen es auch, und so sind wir quasi als Vorbild vorangegangen. Ja, das macht sehr viel Sinn. Ja. Das macht sehr viel Sinn, absolut.
Dann vielleicht ein bisschen ein Ausblick. Mhm. Jetzt ist man da durch. Die große Last ist abgefallen, sage ich jetzt mal. Ja. Der große Projektdruck ist weg. Und jetzt geht es ja darum, diese Plattform weiter zu pflegen, weil das Ding bewegt sich intensiv. Ja. Oder? Das ist schon eine neue Welt, kann man sagen, diesbezüglich. Ja. Wie geht es für dich weiter? Oder was glaubst du, ist für Siegfried jetzt in der Weiterentwicklung wichtig? Ja, ich glaube, die Champions sind wichtig. Die müssen wir uns auch erhalten, die sind auch gepflegt, die müssen wir pflegen, die müssen wir auch immer weiter ausbilden und auf dem neuesten Stand halten. Mhm. Und ich glaube, intern ist es wichtig, dass wir diese Champions auch brauchen, so als Change Agents, als für den Austausch von Best Practices, wie tun wir gewisse Dinge digital. Mhm. Und das wird der Schlüssel sein. Man kann diese Aufgabe nicht an die Linienverantwortlichen geben. Die haben oftmals den Kopf irgendwo sonst. Ja. Also es sind wirklich diese Champions, welche da eine ganz wichtige Rolle wahrnehmen. Die müssen wir pflegen. Mhm. Vielleicht noch hier, das nimmt mich noch Wunder, wie habt ihr die ausgewählt? Das war eine Auswahl der Exekom-Verantwortlichen. Ja. Das waren wirklich die einzelnen Exekom-Mitglieder, die da die Champions für die verschiedenen Funktionen ausgewählt haben. Das sind typischerweise nicht die, die man typischerweise immer wählt, wie zum Beispiel so diese Führungskräfte, die schon alle Hüte anhaben. Oder wie seid ihr vorgegangen? Was ist das für ein Profil? Was sind das typischerweise für Leute? Es waren üblicherweise fast jüngere Leute, digital affine Leute, teilweise auch Leute, die bereits schon mal mit Teams gearbeitet haben in früheren Aufgaben. Und einfach Leute, die neugierig sind und hier auch einen Beitrag leisten wollten an die Weiterentwicklung dieser digitalen Zusammenarbeit bei Siegfried. Schön. Also die hegen und pflegen, das haben wir intensiv aufgebaut mit viel Schweiß und Blut. Ja, genau. Das sollten wir halten. Freut mich sehr. Lieber Reto, vielen Dank für dieses tolle Projekt. Vielen Dank auch für diese Auskünfte, dieses Gespräch. Sehr gerne geschehen. Danke für die Unterstützung hier. Hat echt Spaß gemacht, mit euch zu arbeiten. Likewise, ja.